Gymnasiumszeit, Wochenende und Sommerzeit, Ferien, als Verdienung irgendwo eine Textilatelier gearbeitet. Also angefangen habe ich dort gelernt. Ganze Gymnasium und Studiumszeit. Ich bin also Ferienzeit dort gelernt und dann nach dem Studium habe ich auch also neue Platz bis zum neuen Platz finden Zeit habe ich in diesem Bereich gearbeitet und dann bin ich nach Deutschland gekommen so 2, 3 Jahre meine Studienbereich gearbeitet danach habe ich also bin ich arbeitslos geworden und dann verschiedene Arbeitsstellen gearbeitet. Dann habe ich das hier übergenommen und dann arbeite ich als Selbstständig und Änderungsschneiderei. Hosen, Kürze, Länge, Enge, Jacke, Ärmelkürze, also alles, was gibt, wir machen das. Neue auch. Neu nähen.